würden wir ihn jetzt lautstark feiern. Und zwar für seinen 12. WM-Titel. Der jubelt auch. Ich weiß nicht, ob er die Information überhaupt schon bekommen hat. Wahrscheinlich nicht. Sie werden sie gelassen haben, um die volle Leistung abrufen zu können. Aber jetzt wird man sich ja gleich ihn unterrichten, dass da am Anfang was schiefgelaufen ist. Das wird er dann zunächst sicher nicht glauben wollen. Maxim Tschudow, kann er davon profitieren? Wir können es gar nicht sagen im Moment, ob er richtig gelaufen ist. Ich glaube schon, dass Tschudow... Ich kann es aber mit Gewissheit auch nicht sagen. Dann wäre er der Weltmeister. Wäre vielleicht also die ersten drei wie aus dem letzten Schießen rausgegangen, wie prophezeit. Ja, so etwas wie eine Trotzreaktion, diese Geste auf der Ziellinie. Viel Unruhe in der russischen Mannschaft und Tschudow hat sich ein wenig abfällig geäußert gegenüber die anderen Teams. Das haben sie ihm schon etwas übel genommen. Alexander Uss als Dritter im Ziel. Das wäre seine erste Medaille bei Weltmeisterschaften. Wenn er nicht auch einer der Leidtragenden wäre, Alexander Uss. Tomasz Sikora, der Mann im gelben Trikot. Er wird dieses auch behalten. Und weitertragen ist ihm wirklich zu gönnen. Ein bisschen der Alleinunterhalter im polnischen Team. Da gibt es niemand, der mithalten kann. Und umso schwieriger ist es für einen solchen Athleten in der Weltspitze mitzuhalten. Sich auf diesem Niveau immer alleine zu platzieren. Das gelingt Tomasz Sikora seit Jahren. Er ja Weltmeister schon. 2005 war es, da war er Weltmeister im Einzel und auch 95 schon in dieser Disziplin. Lars Berger ist eingekommen. Von ihm wissen wir, dass er über die Brücke gelaufen ist. Halvard Hannewold, damit sind die ersten vier, die ersten fünf von gestern im Ziel. Tomasz Sikora, das nebenbei noch einmal bemerkt, hat einen großen Sprung gemacht von 16 auf den vierten Platz. Martin Fourcade, sehr gute Leistung für ihn. Top 10 Platz. Weit nach hinten gerutscht. 8 Fehler auch er. Nur einmal beim ersten Stehenschießen, da hat er alle 5 Scheiben getroffen. Das also das inoffizielle Ergebnis, so möchte ich es nennen. Oleiner Bjørndalen als erster eingekommen. Maxim Tschudow vielleicht der Weltmeister. Alexander Uss auf dem dritten Rang und Tomasz Sikora, der Pole im gelben Trikot auf dem vierten Platz, bester Deutscher, der einzige unter den besten 10. Michael Rösch auf dem 9. Platz, aber wir erinnern, auch er ist falsch gelaufen. Könnte auch sein, dass er noch da rausfällt und dann würden all die hier aufgereiht sind, auch Michael Greiß, weiter nach vorne rutschen. Momentan 13. Alexander Wolf auf dem 18. Rang. Jetzt erholen. Das war Biathlon im ZDF, präsentiert von Erdinger Alkoholfrei. So, also, das ist ein sehr kurioses Rennen, Sven, und du hast sofort gebrüllt, die müssen disqualifiziert werden. Du hast gesehen, die laufen über die Brücke, warst gerade unterwegs und bleibst dabei. Normalerweise müssen sie disqualifiziert werden, alle die, die über die Brücke gelaufen sind. Ich weiß gar nicht, wer alles das gewesen ist, aber wenn man die Strecke verlässt, und es ist zu Vorteil oder auch zu weniger Vorteil, dann muss man disqualifiziert werden, wenn man der Regel wirklich konform laufen möchte. Hier ist es auch so, man sieht richtig, wie durch die Absperrung gelaufen wird und auch hier leider Michael Rösch dabei. Und ja, es ist eigentlich eindeutig, hier ist natürlich, wie so schön heißt, der Herdentrieb, da laufen welche vorne weg, ich muss da hinterher. Aber diejenigen, die Courage besitzt haben, haben gesagt, nee, ich laufe so, wie es wirklich Reglement ist. Die sind regelkonform, also sind der Regel gefolgt und sind so gelaufen, wie es sein soll. Und die alles richtig gemacht haben, werden bestraft. Und das ist ja eigentlich falsch. Das ist sowas wie der Zug der Lemminge, kann man fast sagen. Wenn der große Ole Einer Bjørndalen vorwegläuft, kann man fast noch sagen, ein Wunder, dass nicht auch noch die Nummer 3 bis 8 mitgerannt sind, sondern die sind außenrum. Wir haben hier nochmal das Bild, genau, wie Bjørndalen und eben in seinem Sog dann auch Lars Berger, also über die Brücke gelaufen sind. Es gibt die Disziplinarregeln des Internationalen Biathlonverbandes. Da steht unter Punkt 5.5,
wenn man von der markierten Strecke abweicht oder eine falsche Strecke läuft, dann muss man disqualifiziert werden, wenn man sich einen Zeitvorteil geschaffen hat. Weil es gibt nichts, was es nicht gibt. Das denkt sich sicherlich auch der Männerbundestrainer Frank Ulrich. Frank, haben Sie erstmal sowas schon mal erlebt, dass bei einem WM-Rennen so viele dem Herdentrieb folgen und die falsche Strecke nehmen, direkt nach dem Start? Es ist das erste Mal. Im letzten Jahr ist es ja schon mal passiert und aufgetreten. Aber man sieht eben wieder, wenn die Ersten dort falsch laufen und andere denken, dass es eigentlich richtig wäre, dann folgen sie einfach. Das hat man auch gespürt, auch bei Michael Rösch, der ist ja gleich hinterher marschiert. Ja. Aber ich sage trotzdem, es wäre schon günstig gewesen, wenn man es schafft. Genau, und wir sehen jetzt Michael Rösch, der durch die Begrenzungspfosten, die da stehen, durchläuft. Ja. Dann folgt ihm noch einer und er folgt natürlich den anderen, die da vorne herlaufen. Genau das ist es. Deswegen war er auch verunsichert und ist gleich hinterher marschiert. Normalerweise hätte er dort vorbeilaufen müssen, sollen, aber ja, man hat es gesehen. Leider. Aber die Ansage, nicht nur er. Die Ansage von Trainern war natürlich klar, deutlich. Hinter der Brücke her, haben Sie ihm das vorher gesagt? Ja, ja, die anderen Athleten haben ja letzten Endes auch gesehen, wo es hingeht. Ja, aber man hat auch gemerkt und gespürt, dass einige, die dort rechts abbiegen, etwas vorgegeben haben. Und der Herdentrieb ist genau richtig gewesen. Am Ende ist es einfach so. Jetzt muss die Jury entscheiden, was passiert. Michael Greis ist richtig gelaufen als einer der wenigen in dieser Gruppe. Was wird denn jetzt passieren? Die Jury muss zusammensetzen und entsprechend der Situation wird dann entschieden werden müssen, ist normalerweise Disqualifikation, es sei denn, die Jury entscheidet was anderes. Würden Sie als russischer Trainer, vorausgesetzt sowas gäbe es irgendwann mal, Protest einlegen gegen die Goldmedaille von Ole Einar Bjørndalen? Muss das passieren oder kann die Jury auch ohnehin schon entscheiden? Und ich glaube, es wird keinen Protest hier geben. Ich denke mal, hier wird die Jury anhand der Bilder sehen, was passiert ist und wird dementsprechend dann auch darauf reagieren. Inwieweit sie, in welche Richtung reagiert, müssen wir abwarten. Ich danke. Ja, Lars, Sie waren einer mit Ole Einar Bjørndalen vorneweg, der falsch gelaufen ist. Wussten Sie nicht ganz genau, wo die Strecke herführt, direkt nach dem Start? Nein, ich hatte keine Meldung gekriegt und ich war wie ein Schaf. Hinter Bjørndalen her? Hinter Bjørndalen, ja. Und Sie haben gemerkt, dass Sie durch die blauen Begrenzungspfeiler gelaufen sind? Nach der Passierung, dann hatte ich dann gedacht, oh, was ist diese blaue hier? Ja. Aber im besten Fall kriegen wir eine Zeitstrafe. Ja. Und im schlimmsten Fall eine Disqualifikation. Ja, denke ich, ja. Glauben Sie, Disqualifikation? Ich hoffe für das Beste. Ja, okay. Im sportlichen Sinne. Also Lars, erstmal, wir warten weiter. Ich danke Ihnen. Ne? Danke. Danke. Getagt, da wird getagt, die Jury sitzt zusammen, müssen vielleicht auch noch mal ihre Handbücher jetzt wälzen oder in den Computer gucken. Wir haben das ja auch getan. Lars Berger sagt, na, vielleicht kommen wir mit einer Zeitstrafe davon, aber ich weiß nicht, ob man so Kompromisse schließen kann, wenn in den Regeln eindeutig steht. Falschparker, sondern ein Falschläufer heute, Michael Rösch. Sie sind auch dem Herdentrieb gefolgt. Wie haben Sie es erlebt zunächst mal? Sie sind auch über die Brücke. Ja. Beim Einlaufen wurde die Strecke kurz vorher abgesperrt. Und da habe ich extra noch gefragt, weil ich mir ein bisschen unsicher war. Und der eine hat gesagt, über die Brücke. Wen gefragt? So ein Mann mit einer grauen Jacke. Keine Ahnung, wie er hieß. Okay. Aber da sieht man ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mann. Dahinter kommen auch noch ein paar. Rammeln über die Brücke. Und genau. Ja, das ist halt wie, wenn die Leitkuh vorne weg, dann alle hinterher. Also, wenn es halt jetzt so weit kommt, dass sie mich disqualifizieren, dann bin ich selber schuld. Also, da muss ich mich an die eigene Nase packen. Die könnte ich jetzt so lang ziehen, die reicht von hier bis Deutschland. Das ärgert mich schon ganz schön, aber naja, warten wir mal ab. Aber der Ole ist ja auch falsch gerannt, sehe ich gerade. Ja, und der Lars. Also ich meine, wenn so viele falsch laufen, dann muss man sich schon irgendwo Gedanken machen, aber ja, jetzt ist es vorbei, jetzt kann man nichts mehr dran ändern. Sie sind Sportler, kein Funktionär, Gott sei Dank. Die haben es schwer jetzt natürlich, das zu entscheiden. Ja, was würden Sie entscheiden? Ja, ich bin kein Funktionär, wie gesagt, aber ich sehe es aus der Sicht des Sportlers und diesmal macht es vielleicht die Masse, also weil doch viele falsch gelaufen sind und ja, wenn man hart ist, muss man uns alle disqualifizieren, aber zugunsten des Angeklagten heißt es ja immer, müsste man vielleicht für die Sportler entscheiden. Und ich meine, es sind halt ein paar Meter, die vielleicht, ich habe es jetzt nicht ausgemessen, aber es ist kein großer Unterschied, denke ich mal. Und von daher könnte man ja bei einer WM mal ein Auge zudrücken, aber was die Herren in Grau entscheiden, das werden wir dann sehen. Genau so ist es. Ich danke Ihnen. Alles klar, danke, ciao. So, hier sehen wir nochmal ein paar Bilder aus dem Wald heraus, wie die einen